Hey Leute, was geht? Pronto, dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Heute gibt es mal wieder eine Freistoß-Challenge. Es ist ein bisschen her, dass wir Freistöße geschossen haben. Deswegen haben wir uns heute den besten Freistoßschützen rausgesucht, den man so haben kann. Nämlich Roberto Carlos, der hat im echten Leben so geisteskranke Freistoßtore gemacht. Das wird er hier heute auch tun. Der Gegner ist Wakes. Peace, Freunde, ich bin auch dabei und ich bin gespannt, ob der den ein oder anderen Außenriss-Freistoß in den Winkel knallt. Ja. Kann gut passieren. Ihr seht im Hintergrund unsere Teams, die sind beide sehr teuer, um die 2,5 Millionen. Der teuerste ist jeweils Roberto Carlos, weil der alleine kostet schon fast 1,5. Keiner weiß, warum der so teuer ist. Wusste gar nicht, dass er so beliebt ist. Aber der wird wahrscheinlich krass sein. Ansonsten, wie gesagt, haben wir andere geile Spieler, SBC-Cards teilweise und. Alles davon kann discarded werden. Und das Format ist fast bekannt dafür, dass kranke Sachen discarded werden. In der letzten Folge wurde Messi discarded, in der vorletzten Maradona, mittlere Version. Deswegen, also diese Serie ist sehr, sehr gefährlich. Hier sollte man sich Mühe geben. Wakes, was sagst du? Für Roberto Carlos, da musst du eigentlich auf die Kacke hauen. Wie viele Likes können wir erreichen? Boah, Bro, sehr, sehr schwierig. Roberto Carlos, 88er Karte. Ich würde sagen, 15.000 Likes kriegen wir schon hin, oder? Das ist machbar, das ist machbar. Lass einen Daumen nach oben da. 15.000 Likes wären nice. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr diese Freistoßvideos feiert. Und, ja, wäre auf jeden Fall ein mega Support. Die Videos mit Wakes kommen sowieso immer mega an. Feiert ihr immer dementsprechend. Ja, ich hoffe einfach, wir sehen ein paar geile Freistöße. Wundert euch nicht, wir haben die Keeper extra so ausgewählt. Beide haben einen Non-Rare unter 80, damit noch mehr Freistöße reinfliegen. Das wird gleich nice. Geht los, Zack. Wir haben abgemacht. Wakes kriegt den Vortritt. Er fängt an. Kann Vorteil sein, wenn du reinschießt. Warte, was macht denn die hier? Stolperfußball. Aber ist auch, glaube ich, Nachteil, wenn du ihn daneben schießt. So, Freunde, okay. Ich habe den ersten Freistoß. Rein da. Oh, und es gibt den Freistoß. Und wir machen es wie immer. Oder wie wir es in letzter Zeit häufig gemacht haben. Man darf nicht springen mit der Mauer. Bewegen, größer machen und so ist erlaubt. Und Torwart darf man auch bewegen. So, deswegen, ja. Ob das was bringt bei dem Torwart, ist halt die andere Frage. Also, man darf es. Wo schießen wir den denn mal hin mit Robert Carlos? Der Anlauf ist schon wieder so Zucker, ne? Ich probiere es einfach mal so aus. Boah! Oh! Mit wie viel Kraft kam der? Mit wie viel km/h kam der? Ich dachte nicht, dass der so wild kommt, ne? Ja, der war schon stark. So, dann gönnen wir uns mal den Freistoß. Komm mal hier, ein paar Männer rein in die Mauer. Ja. Machst du den Roberto Carlos Freistoß oder was machst du? Boah, komm, wie der anläuft, ey. Torwart, du hast den. Mal gucken! Ja, war auch okay, der Versuch. Aber man merkt, die Keeper sind jetzt auch nicht absolute Gurken. Ja, selbst die Non-Rest halten die wild. Die liegen ja beide gut in der Luft. Ja, krass. So. Ja, den gibt der. Schwie, was für Position. Der Mann macht ja. Ernst. Er will ja. Den Torwart mit ins Tor fetzen oder so. Ja, Roberto Carlos kriegt das glaube ich, auch hin. Guck mal jetzt, Leute. Ich habe eine ganz, ganz krasse Idee. Ich habe eine ganz, ganz krasse Idee, was wir hier machen. Hör mal auf, dein Torwart so hässlich zu bewegen die ganze Zeit. Das ist wichtig. Ja! Der hat so einen Bums drauf. Der hat so einen Bums drauf. Du hast den Torwart sogar dahingestellt und der hatte Angst vor dem Ball. Oh mein Gott. Den musst du sich holen für die Weekend League. Jeder Freistoß von dort ist ja safe drin. Was war das denn? Junge, du hast Torwart sogar dahingestellt. Ich nehme Roberto Carlos Weekend League. Der kam gar nicht klar. Fuck. Okay, ich weiß jetzt, von wo ich meinen nächsten Freistoß schieße. Nö, meine Position, die darfst du nicht nachmachen. Ja, bei mir geht der eh wieder nicht rein. Du hast sogar mit Außenriss noch so gedreht, ne? Mal gucken, wie ich ihn mache. Das Ding ist, bei mir kommen so viele Männer in die Mauer, die haben so Lust und Laune hier ein bisschen zu chillen. Ja, der kommt auch noch mit rein. Eine super Mauer. Da wird der Finger geschüttelt. Mein Torwart ist ein super Typ. Lafont. Der war full am Fliegen, ey. Was ist das denn? Du hast ihn ja nicht mal in die Ecke gestellt. Nee, ich hab gar nichts gemacht. Mit Faulen und so. Reiner. Torwart, Mann. Straff dich. Straff dich. Torwart, mach genau weiter so. Nee. Mach genau weiter so. So, was machen wir diesmal? Ich glaube, wir probieren ihn mal so. Ja, hör mal auf, dein Torwart, Digga. Das verwirrt mich richtig. Bin zufrieden jetzt langsam. So, Leute. So. So, grün! Oh! Bro, aus meiner Sicht sieht es ehrlich so aus, als würde einer mit einer Kanone schießen. Ich habe solche Schüsse noch nie gesehen. Ey, hier muss nochmal eine Wiederholung aus meiner Sicht eingeblendet werden, wie schnell der Ball geflogen ist. Ey, der war auch super. Was passiert hier?
Ich bin sehr beeindruckt leider von deinen Schüssen. So, jetzt muss ich auch langsam mal anfangen. Noch liege ich ja gar nicht hinten. So, ein Punkt, wenn ich dir jetzt reinmal das Ausgleich. Alles ja, das gut. Geht schnell. Das geht schnell, das kennen wir. Man kann so schnell so eine Dinger drehen, ne? Deswegen. Ein Tor ist gar nichts. Roberto. Carlos. Carlo. Roberto! Tor ist kaputt gegangen fast! Latte ist ehrlich Schrott, ne? Das waren damals keine Gerüchte, dass jeder das in der Schule mal erzählt hat. Roberto Carlos hat Latte kaputt geschossen. Oh mein Gott. Wie doll schießt der? Warum nicht Latte rein? Warum nicht Latte rein? Guck mal, eben habe ich von der anderen Seite ungefähr von dieser Position getroffen. Mal gucken, ob er es auch von dieser Position kann. Mal gucken, weil wie machen wir es, Leute? Wie machen wir es? Ich weiß nicht, was jetzt kommt von dir. Jetzt kann alles kommen. Über die Mauer, Torwart, Eck, alles. Scheiße. Und alles so, kann davon leider auch so reingehen, ne? Das ist die Sache. Oh ja! Boah! Oh, ich hab schon ein bisschen geworfen. Ja, der kam. Ich wollte immer so mit der Innenseite so versuchen reinzudrehen, ja, wie ich es eben mit der Außenseite gemacht habe. Schade, Mann. Geht ja, doch. Komm, letzte Sekunde in der Halbzeit noch hinbekommen, so schwer die Spiel zu faulen. Schlechtes Karma. Diese Minute kennt man, die 45. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, mein Torwart macht jetzt gar keine gute Animation, habe ich das Gefühl. Sagst du? Ja. Ich glaube, der fliegt so rein. No! Junge, wie doll schießt der? Ich weiß jetzt, was du meinst aus meiner Perspektive. Sah das bei dir auch so aus? Nee, konnte ich nicht mal sehen. War der Pfosten oder so? Der war Pfosten, ja. Außenpfosten raus. So schnell war der. Ich bin gar nicht zufrieden mit meinem Freistoß, auch mit meinem Timing nicht. Ich glaube, ich hatte noch nicht einen grün. Was ist heute los? Mein Wurm ist drin bei mir. Sagst du? Soll die Scheiße, ey. Soll die Scheiße. Jetzt muss der den mal machen. Jetzt muss der den echt mal machen. Roberto Carlos. Du bist dafür bekannt! Dein Torwart hat mich in der Tasche. Wie? Der Torwart hat ihn nicht mal berührt, ne? Der ist gegen die Latte gegangen, dann gegen seinen Rücken einfach. Ja. Ich dachte, bei mir sah das so aus, ob der gegen dein Torwart, ob der den gehalten hat. Nee, der hat den nicht gehalten. Ich sag ja, man erkennt das aus der anderen Sicht nicht mehr. Die Bälle sind so schnell, kannst den gar nicht sehen, gefühlt. So, wer ist dieser Schiedsrichter? Der ist der größte Prank, den ich je gesehen habe. Wenn ich den einmal in der Weekend League habe, raste ich glaube ich aus. Der Leute, der pfeift gar nichts, ne? Man kriegt die ganze Zeit den Gegner um. Also ich kriege die ganze Daddy um, Daddy mich. Der pfeift einfach nicht. Der Tricola redet mit Linienrichter und so. Juckt gar nicht. So. Roberto Carlos. Was passiert hier? Was passiert da die ganze Zeit? Er schaltet irgendwas um. Irgendwelche Taktiken hier angewendet oder was? Alle meine Spieler chillen in der Mauer. Habt ihr gesehen mit Auge. So, jetzt mal durch die Mitte durch. Jetzt kann ich aussuchen. Du musst den Torwart, glaube ich, richtig stellen, ne? Ja. Entweder schieße ich ins Lange oder ins Kurze. Geht beides, mal gucken. Ne? Geht beides. Hier, Roberto Carlos, du kannst bestimmt auch so. Mal gucken, was machen wir jetzt. Wir probieren es mal so, Freunde. Ja, ey, die Mauer wird immer größer. Die Mauer wird immer größer. Ja? Oh mein Gott, der ist drin! Roberto Carlos, du bist der Beste. Wie viel Ife? Da war viel zu viel Ife drin, aber der kommt perfekt. Dann Latte rein. Oh, der Keeper war dran einfach. Das sieht man so selten, dass der Keeper dran ist mit der Hand, der trotzdem reingeht. Der hatte so viel Ife, ne? Ah, der hat den an die Latte gelenkt und dann rein oder an Pfosten. Lul. Den muss der Keeper haben. Scheiße. Nice. Nimm ich mit. Ich sag, ey, ich bin sehr, sehr unzufrieden. Ich bin sehr, sehr unzufrieden. Die Stimmung kippt bei Danny, Leute. Die Stimmung kippt. Jetzt kommt das Aufbäumen. Zack. Oh, der ist echt drin! Nein, der war auch gar nicht so geil geschossen. War das ein Dip? Ja, das war einfach ein Dip, oder? Der kam so halb hoch, mittig, alles. Ja, der ging gerade so über die Mauer, glaube ich. Ne, lass mal die Wiederholung sehen. Ich hätte niemals gedacht, dass er reingeht. Den muss doch der Keeper haben. Ja, das Ding ist, die kommen halt viel zu schnell bei Roberto. Ungelogen, die kommen so schnell immer. Das ist komisch. Ja, jetzt wirft er auch mit Karten um sich langsam, ne? Jetzt langsam ist er sauer geworden. Er merkt langsam, das Spiel. Spiel ist nicht mehr in seiner Macht. Ey, ich hab den. Ah, ich weiß nicht, wie die Position ist, so für das hier. Probier's einfach mal aus, Leute. Mach keinen Quatsch hier, mein Sohn. Mach keinen Quatsch. So. Torwart. Oh! Aufs Netz rauf, okay. Der hat einfach automatisch genackelt. Ich habe zwar keinen Knuckleball angewendet, aber das war Knuckleball bei mir, aus meiner Sicht. Hilfe. So. Dann versuchen wir mal wieder. Oh, ey, wir sind drin, Digga, wir sind drin. Endlich, wir sind drin. Langsam sind wir drin im Grätschen, im Grätschgelb. Ich habe gar keine Spieler mehr auf dem Platz, da kann das sein. Drei rote schon, Hilfe. Ey, meine Mauer! Das ist Geh rein. Wie ist ey, witz die Mauer. Rein. Dann auch rechtzeitig los gemacht. Rein da, let's go. Torwart! Torwart!
Glücklich. Glücklich, glücklich, glücklich. Ja, ich glaube, wir müssen gleich ins neue Spiel gehen. Ja. Ja, aber guck mal, sowas haben wir auch schon gesehen, dass du es nicht gepfiffen hast. Das ist guck mal, seine Frisur sieht aber die auch so aus wie bei mir. Ich hab gar nicht gesehen gerade. Irgendwann haben blonde Haare hinten gefärbt und so. Das ist ein sehr geiler Spot, leider. Das Ding ist, es wird mir hier gerade ein bisschen zu knapp schon wieder. Das wird mir nämlich gerade wieder ein bisschen zu Quatsch. Ja! Nein! Ja! Ja! Ey, war das schon wieder Latte oder Pfosten? Wichtig, Digga. Ja, der Torwart hat dir mit der Hand gegen Pfosten gelenkt. Ah, oh, okay, das ist sehr big. Das ist sehr big. Noch? Ey, ich glaube, das lag eben am Wetter im Stadion. Eben war ja Sonne, da war ich ein bisschen geblendet. Meine Spieler waren ein bisschen geblendet. Guck mal, jetzt sieht man direkt, startet besser. Ist das 11 Meter? Ja, doch, er gibt. Nee. Direkt auf der Linie. Direkt, so, glaube ich. Konzentration. Ich will das nicht verlieren. Ich habe eine schwache Leistung bisher. Aber time to shine jetzt. Time to shine. Ja, so ein Bauer. Ich wollte gerade springen, aber darf ja gar nicht springen. Deswegen lasse ich das mal. Damn, ich dachte, er dreht ihn stärker. Och man, ich bin so enttäuscht von meinen Freistößen. Das glaubst du nicht. Aber jetzt triffst du Grün die ganze Zeit. Das sehe ich, das sehe ich. Langsam ist der heiß. Oh, genau hier will ich ihn. Genau da. Mittig. Mittig. Und das gibt glatt rot. Runter. Runter mit dir, du Langer. Der war so lang, der ist so wichtig, dass er in der Mauer fehlt. Genau der Mann fehlt jetzt in der Mauer. Sag ich dir. Genau der fehlt jetzt in der Mauer. Einfach irgendwie berühren mit der Hand. Torwart, ich vertraue, das ist dein Match hier. Genau der fehlt jetzt in der Mauer. Der fehlt jetzt in der Mauer. Genau er fehlt dir nämlich in der Mauer. Und da macht Roberto Carlos den Ball rein. Kuss geht raus, Digi. Boah, haut er den gut rüber. Die Dinger gehen, glaube ich, gut rein. Die muss man echt öfters bringen, glaube ich. Guck mal hier, zack. Und dann, bam. Boah, der ging aber auch gut. Der ging gut. Ja, gar keine Chance, den zu halten, leider gar keine Chance. Dann gehe ich halt nochmal einen Schritt dichter. Ja. Jawohl, es klappt, es funktioniert. Sie pfeifen. Bitte, weil ich den verschieße schon durch, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das noch gewinne, ist eh langsam gering. Wobei, komm, ich muss an mich glauben. Guendouzi, so eine coole Frisur, ne? So ein cooler Magger. Sag ich dir einfach ehrlich. Nur mit Kraft aufs Tor kriegen mit Roberto. Naja. Dann ist der auch drin. Dann ist der auch drin, wenn man den mit Kraft aufs Tor kriegt. Das ist richtig. Erstmal Tee schlürfen. Oh, wenn der jetzt verschießt, oh, jetzt kommt wieder so ein bisschen Druck. Oh, der war sehr platziert. Boah. Also welche hatte ich vorhin auch schon, da sind die an Außenpfosten gegangen. Also man braucht auch bisschen Glück. Bisschen Glück. Oh. Nein, Leute, mein letzter Druck ist da. Druck ist da. Druck ist sowas von da. Ich mach Mauer kleiner anstatt größer, sowas hab ich noch nie gesehen. Das war's. Der ist drin, Danny. Der ist drin. Das war's. Oh! Der geht wieder an die Latte. Oh. Also es wäre so eklig unverdient, wenn ich jetzt den Ausgleich mache. Schreib mal bitte in die Kommentare, wie oft habe ich Aluminium getroffen. Stange. Wie oft habe ich Stange getroffen, bitte. Wieso macht der den nicht? Und ich sehe jetzt schon, dass du kannst unentschieden machen, ne? Jetzt. Na, dann wir stechen. Entweder triffst du jetzt oder du hast verloren. Ehrlich, eklig unverdient so ein bisschen. Komm. Alle in die Mauer. Nur oh, Latte Pfosten, die Latte und Pfosten! Bro! What the fuck, Mann? What the fuck? Hast du es gesehen? Ja, ich nehme ihn mit, Discard, let's go, GG's. Ey, sag ehrlich, ist verdient, Mann. Du hast echt sehr kranke Freistöße geschossen. Es ist verdient, dass du gewonnen guter hast. Guter Abschluss. Aber der war geistig. Der war der schönste. Wenn der reingegangen wäre, eine Hilfe. Latte und Pfosten, oh mein Gott. Boah, geil. Okay, ich glaube, man kann sagen, Roberto Carlos ist definitiv einer der besten Freistoßschützen im Spiel, was wir teilweise für Schüsse gesehen haben. Ist echt heftig. Und jetzt kann es schon wieder wehtun. Sowas bockt nicht, ey. Das letzte Mal bei so einer Challenge war auch direkt der Eckball-Challenge mit Maradona, mittlere Version. Ich habe einen Eckball weniger reingedreht, musste deswegen am Ende Maradona discarden. Also selbe kann jetzt... Mit einem Pick. Ja, mit einem Pick auch. Oh nein, Digga, Danny. Ja. Es kann teuer werden. Du hast, welche Formation? 4-4-1-1. Das Respektlose ist halt auch, dass nicht nur Roberto Carlos hier ist, sondern auch Neymar, Rulebreaker-Karten, SPC-Karten, Hero und was weiß ich alles. Also 4-4-1-1, ey, das war früher meine Main-Formation, die kenne ich. Da weiß ich, wo man da was hinstellt. Das sag ich dir. Jetzt mach ich dir Angst. Was für Main-Formation, Bruder? Gibt's irgendjemanden, der die gezockt hat? 4-4-1-1, war so wild. Ja, kein Wunder, dass du Headshots. Oh, jetzt, Freunde. Warte. Scheiße, eigentlich muss ich ruhig sein, weil bei mir steht gerade viel auf dem Spiel. Komm, ich glaube irgendwie, du hast was nach vorne gestellt. Ich nehme deinen Stürmer.
Tja. Hero Cola, auch nicht so fresh. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall mindestens 5 von dem Team, die günstiger sind. Wenn nicht sogar 6. Bro, ich hätte jetzt so gegönnt, hätte ich Roberto Carlos getroffen, dann nach dem Spruch, den du wieder drücken wolltest oder gedrückt hast. Roberto Carlos war im ZOM, ne? Als du meintest, vorne gab es ja nur die 2 Möglichkeiten. Oh, schade. Ja, aber Hero, immerhin. Ey, Hero ist auch nicht schlecht. Ja, ist zwar nicht so krass teuer, aber Hero ist Hero. Ja, Hero, Hero, ehrlich. Hero. Ich mach kurz die SBC. Jo, die SBC ist gemacht, die Hero-Karte ist drin. Bock natürlich auch nicht, so einen Hero abzustoßen, aber aber Neymar und Roberto Carlos wären viel, viel, viel schlimmer gewesen. Deswegen, ja, tue ich den hier weg. Ich glaube, wir hatten sehr, sehr kranke Freistöße in dem Video. Kranke Freistoßtore, aber auch welche, die Latte, Pfosten oder Latte und Pfosten gingen. Also Leute, lasst einen Daumen nach oben da. 15.000 Likes war das Ziel, ne? Boah, das ist die Challenge, sag ich dir ehrlich. Das kriegen wir hoffentlich hin. Abonniert gerne beide Kanäle. Checkt den Kanal von Wakes auch ab, weil dort kommt auch ein gemeinsames Video. Link ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, das war's soweit von diesem Video. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao. Peace.